Willkommen bei Max Beatshop. Kann ich filmen? Moin. Ja. Moin. Hier, das ist Manfreda, darum geht's nicht. Heute geht's ums Emder Original. Ihm hier. Und wir fahren jetzt zu ihm und liefern ihm seinen neuen Rechner. Was dahinter hängt, ich gebe schon ein paar Videos vor, ich weiß, alles gut, aber ich erkläre mir eben, warum das so ist. Ich habe meinen Rechner aufgerüstet. Ich habe jetzt einen i7 8700 drin. Irgendwie ja. K, ja, ist ja egal, K oder ohne K. Nein, das ist kein. Das ist nicht ja, okay. Egal. Ja, übertaktet das Ding und halt. Ja, halt, das Ding ist ziemlich aufgemotzt, ne? Sieht nicht so aus, ist aber geil. Ja, und dann kam ich mit ihm halt so ein Schnacken. Da sagt er, ja, hier, ich suche einen Rechner. Da hat er gesagt, was er sich vorstellt. Da habe ich gesagt, habe ich da. Ich habe noch mein altes System gehabt. Hier, i7 2500K. Relativ. Ne, hat er da gehabt, hier 8 GB RAM oder was, ne? Mhm. War aber ganz gut, das ging. Also zum Rendern, was er machen wollte, ist ja ehrlich okay. Wir sind uns einig geworden, auch so zum normalen Marktpreis. Da habe ich gesagt, bauen wir den PC raus, habe ich noch ein Gehäuse gekauft. Björn hat mir einen Zusammenbau geholfen. Ja, Björn hat den zusammengebaut eigentlich. Nee, den habe ich zusammengebaut fast. Den hast du zusammengebaut. Wollte ich gerade sagen, den hast du zusammengebaut. Ne? Vergessen. Ist an. Anschalter angeschlossen. Ist auch an. Das war's. Läuft das schon? Ne? Und dann habe ich noch so Seite noch aufgeflext. Habt ihr ja schon gesehen oder habt ihr nicht gesehen? Keine Ahnung, wie ich hochlade. Auf jeden Fall habe ich da noch einen Kartenleser eingebaut. Den müssen wir aufgemacht. Gerade eben haben wir ihn noch komplett beklebt. Das kennt ihr noch nicht. Das ist im Video auch nicht vorgekommen. Das seht ihr erst in diesem Video. Ich habe ihn komplett foliert, so mit Bogenprinzip, Aufkleber, alles, was ich gefunden habe, habe ich darauf gepappt. Sieht ganz geil aus eigentlich. Ja, und das Ding, wir haben jetzt übrigens Samstagabend, 1942, 15.09., keine Ahnung was. Und wir fahren jetzt von Wilhelmshaven nach Emden und liefern das Ding aus. Das ist der Plan. Tina ist schon wieder am Meckern, weil Tina gerade Netflix gucken ist, wie ich laut rede. ja, das machen wir so. Wir schmeißen uns jetzt einen Caddy rein, drehen den Schlüssel um und fahren nach Emden. Stunde irgendwann sind wir unterwegs und morgen früh fahre ich schon wieder woanders hin. Was ein anderes Video. Gut, ihr wisst Bescheid. Das Ding seht ihr wieder in seiner vollen Pracht, wenn er bei ihm zu Hause steht. Ist ein cooler Typ. Wie gesagt, wer seine Videos kennt, weiß, was er für ein cooler Typ ist. Kann man gut mit schnacken. Ich mag ihn ganz gerne. Ich hatte öfters mit ihm mittlerweile. Und jetzt fahren wir mal und gucken uns mal seinen Fahrradanhänger an. Mal gucken. Und seine Werkstatt und sein Elektrofahrrad. Gucken wir uns alles an, komplett. Emder Original Spezial. Mit Computer. Und ohne Fahrradanhänger. Aber mit Fahrradanhänger. Egal. Munter, bis gleich. Ah, sind auf dem Weg. Ladung ist hinten drin. Ne? Johnny ist auch eingeladen. Da vorne haben wir nochmal unseren Phantom. Sind gerade im Windmund. Das ist ungefähr ein bisschen weniger wie ein Viertel des Wegs. Mal gucken. Oh nein. Da war ein Blick, hier sieht was. Ja. Oh, da ist ein Sprinter auf dem Trecker hin drauf gefahren. Siehst du? Ja, ich sehe. Aber Unfallfotografie machen wir ja nicht, deswegen mache ich jetzt aus. Bis gleich. So, wir sind gleich da. 3,8 Kilometer, 6,2 Kilometer sind wir da. Punkt 21 Uhr, da kommt mal einer nach. Aber haben es geschafft. Gerade vollgetankt die Kiste. Für 40 Euro irgendwann, die 53 Euro. Ja, 50 Euro, ich weiß. Ich habe da ein bisschen Energy gekauft. Sprit für mich, so wach bleiben. Was soll's. Ich weiß Bescheid. Ich kann mal gucken, wie das hier hinter den Kulissen beim Emder Original aussieht. Ich bin schon gespannt. So, jetzt genau andersrum. Jetzt sind wir beim Emder Original. Ne? Der sitzt da. Moin. Freut sich über seinen Rechner. Haben wir angeschlossen. Haben wir schon seinen Schleifer installiert, weil nicht ganz funktioniert hat, wie er wollte. Weil eben der Key davon rumspinnt. Sieht man aber in seinem Video. Ja, eben nur eben die Beklebung von dem Ding hier. Kruseln, Gurkenprinzip und da haben wir noch ein bisschen was drauf gekaspert da. Muss ja ein bisschen ordentlich aussehen, das Ding. Und was musst du arbeiten? Du arbeitest. Was? Johnny macht alles. Ich bin nur dazu. Nur ebenso, ne? Ist beim Kunden angekommen, beim Kollegen. Er hat Bock drauf. Und er kann es rendern. So,
cooles Teil, gefällt mir echt gut. Ja, aber auch von der Geschwindigkeit, der Laptop ist echt ganz so langsam, Alter, Verwalter. Ja, der selbst bemerkt, wie lahmarschig der ist. Ich war schon so... Also ich habe gerade seinen Schnellpo und die installiert, um es da darauf zu installieren, wegen dem Key, und da war ich wirklich locker eine Viertelstunde bei, nur an dieser scheiß Deinstallation. Ja. Björni hat auch schon gesagt, Katastrophe. Mhm. Übrigens, da ist die Familie. Was machst du dann beruflich so? Gleich. Gut, Thema haben wir durch. Jetzt gehen wir dann mal nochmal so einen Keller Fahrradanhänger gucken. Hat noch was Schönes für uns. Ja. Bin gespannt. Dann machen wir gleich. Vor allem können wir die originale Werkstatt mal angucken. Ja, auch noch speziell Gurkenanhänger, Mofa-Gurkenanhänger. Da bin ich ganz gespannt drauf. Der sieht so richtig gurkig aus. Muss gurkig sein. Dann bis gleich. Ist der originale Emder Original Fahrradanhänger. Den müssen wir auch mal drauf haben. Eine selbstgebauter Kiste. Original mit selbstgebauter Kiste. Originaler geht das gar nicht. Original mit selbstgebauter Plane. Auch noch. Den kannst du ja alles abplanen. Stimmt. Ich nehme euch eine Plane. Das ist echt original. Und klebt das mit diesem Panzertrieb über. Stimmt, das hast du recht. Das ist gut. Das ist reißfest. Ja, ja, definitiv. Oh, das ist neu, die wollen wir nicht kaputt machen. Guck mal, ich habe wieder was bekommen von ihm. Er hat mir seinen alten Fahrradanhänger vermacht. Jetzt brauchen wir uns einen Fahrradanhänger damit. Das ist sicherlich was für Rufen. Mit Licht hinten dran, mit einer Tafel, Stereoanlage ist auch vorbei. Die läuft grau. Ah, die ist gut geworden, die Anlage. Ohne Strom nichts. Nee, jetzt kommt ein Transformator. Von 312 Volt. Dann steckt der 3-Energie da richtig mit GEMA-Musik hier ab. Ja, siehst du. Ich finde das Ding gut. Cancel Demo, yes. Kenne ich. Das gleiche Radio habe ich auch in meinem Auto. Keenwood, oh, Radio, jetzt geht's los. Ja, ist reines Ding. Und für den Fahrradanhänger. Ja. Musik drauf, CD drin, alles dabei. Ja, du, hast du den fein gebastelt? Ich meine, das wäre so eine Spaß-Idee von mir noch. Oh, da hast du ganz schnell umgesetzt. Da werden zwei Tage später war das Ding ja fertig. Das geht prinzipiell. Mit Autoantenne vom Schrottplatz drauf sieht nach Polo aus. Ganz einfaches Prinzip. Ja, schon zum Schrauben, die 6N, ne? Die kenne ich auch. Ich habe mir einfach ein Loch. Das ist eine Rede. Hast du dir kreativ was gebastelt? Ganz einfach, ich habe ein Loch gebastelt. Ist das eine Schraube? Hab da ein Kabel durchgeführt. Ja. Hab das Kabel hinten in Radio mit so einem Adapter. Ja. Hab den drauf gedreht auf diesen Kabel. Coole Idee. Aber das ist mal kreativ. Einwandfrei. Ohne Scheiß, nicht schlecht. Solange es funktioniert. Ja. Wie gesagt, mit Elektrofahrrad und dann mit einem Fahrradanhänger kann ich mir auch gut vorstellen, also gutes mal einkaufen. Mit dem müssen wir so eine Deichsel bauen. Naja, das ist für Einkäufe. Ja, das ist für alles. Kannst du alles mal machen. Genau. Einkäufe. Super Ding. Ich finde ja auch. Was rein. Und sogar verschraubt. Ja. Schön schwarz lackiert. Vor allem den Fahrradständer hast du auch dran gebaut, ne? Die ist auch super. Ja, muss hinten nochmal einen dran machen. Muss ich mir nur was einfallen lassen. Wenn da Gewicht drauf ist, dann. Ja, musst du ein bisschen stärker anziehen oder Gummi zwischen. Hast du Gummi schon dran gesetzt? Gummi sitzt da zwischen. Gummi ist schon, okay. Ich will ein bisschen weicheres Gummi nehmen, weil du ein bisschen zu hart, was du jetzt hast. Naja, ich freue mich. Ich mach hier dran. Ja, ja, genau. Kannst du sogar dieses Ding nehmen zum Verschrauben hier. So neue Löcher reinbohren. Genau. So. Und da war jetzt Fahrradanhänger fachsimpel. Ja, Fahrradanhänger Spezial. Moos. Mhm. Das will ich auch mal mit einer anderen Kamera aufgenommen haben. Wie gesagt, er hat so einen eigenen YouTube-Kanal. Aber wenn da kein Gewicht drauf ist und ich düst damit über den Flugplatz und ich überlucke, hauptet mir so wichtig. Ja, das ist normal bei Gummireifen, ne? Große Fahrradanhänger. Definitiv, der ist echt groß. Groß und gurkig. Ja, die Farbe blättert hier schon ab. Oh, das muss ja auch so. Ist ja Verschleiß, ne? Elektrofahrrad vorhanden. Das Rad mal an. Ach, das ist ein Radlagerspiel wie beim hier Citroën 2CV. Ach, das musst du. Das ist gut. Nein, noch nicht von ab. Oha, jetzt kommt die Wanne. Ja. Ach, das ist auch so eine. Theoretisch die passt. Könnte ich sie auch als Ölwanne nutzen. Stimmt, wir können die ab, ne? Ja. Die passt was zum anderen dazu, ne? Hast recht.
Ja, hundertprozentig. Danke dir nochmal dafür, ne? Jetzt brauchen wir uns mal einen Fahrradanhänger fürs Mofa. Warum nicht? Ist mal eine andere Art von Thema. Und der zieht den. Ja, der kannst du ja auch ab. Aber ich habe noch eine Elektrofahrer mit Anhängerkupplung gesehen. Erst einmal. Übrigens, für Rufen. Hm? Er ist ja so ein bisschen für Anhänger nicht so. Kauf dir so eine Halterung hier. Und mach die direkt hier dran. Ja, und das ist doch gut. Und da hast du schick. Ja. Also, ich finde Anhänger gut. Ich bin früher mit einem Kasten Bier durch die Gegend gefahren. Mit einem Dings. Mit einem Mofa. Aber mit einem Kasten Oettinger Martin Cola, weil die schüttelt nämlich nicht. Wenn die schüttelt, dann schäumt die nämlich nicht. Wenn so Feiertage sind oder Weihnachten, hole ich gerne auch meine Kiste. Und bei den Alten hat das schon geklappert. Ich will nicht wissen, wie das hier klappern tut. Beste. Oh, willkommen in der Dunkelheit. Oh, Scheiße. Ah, die Gurkenlampe hat es geregelt. Wo ist der Bewegungsmelder dann? Ja, kein Bewegungsmelder. Ach so. Das klappert das noch mehr. Die beste Fahrradklinge ever. Nehmt euch einen Fahrradanhänger, ja. Kauft euch eine Kiste Bier, sucht den schönen, ja, huckeligen Weg. Dann zimpert sich schon an zu reich. Die haben sie bei uns alle weggemacht. Stimmt, bei uns haben sie alle Tag gemacht. Und dann klappert es so schön. Gerade wenn es klappern tut. Ich habe schon Leute in der Stadt gehabt, die haben bei der Eisdiele gesessen. Wollten schöne Eis genießen. Mann, das Ding klappert ja. Ich sag, das muss so. Das ist gut. Nein, noch nicht von ab. Auch guck mal, da haben sie so mit einem Gitter das Dach gesichert, damit man nicht reinzellern kann. Dann wollte ich noch mal einen Tisch. Das ganze Haus, das ist echt interessant, ne? Das ist ohne Scheiß. Das ist ein Plattenbau mit Holzfassade. Nehmen wir eben so für euch, ne? Und dann richtig einfach gebaut, das ganze Ding, das ganze Gebäude. Das ist fast ein origineller Ostplattenbau. Was ein Apparat, ne? 10 Stockwerke hat das Ding hier. Kann ich genau sagen, welcher das ist, vielleicht, ne? Aber das Gebäude ist sehr interessant. Auch so von der Bauart her. Ja. Mal eben so gesagt haben. Oh, das war sein Keller. Gut, jetzt melden wir uns mit der Kamera. Da so ein Tisch hin und da baue ich mir eine kleine Werkstatt und lasse ich mir von meinem Haupt. Na, du kannst Strom hier reinlegen. Ja, musst du auch haben, sonst wäre Licht ja auf dir aus. Das wäre voll nervig mit dem Timer. Und Björni mit dem Fahrradanhänger auf Tour. Übrigens habt ihr schon mal einen Schlüsselanhänger gesehen, der richtig gut ist. Nee, hast du eine Gurke rangehangen? Nein, müsste hingehen zum Ach, Ottifantenhaus. Ja, kotzen Ottifanten. Das ist ja auch wieder Emder Original. Eher Original Emden. So, davon hat das Björni. Ich melde mich mal eben ab. Mädels, bin wieder zu Hause, hab mich recht hingeflezt. Guck gerade den ganzen Videokram hier durch. Das war unser Besuch vom Emder Original, das war schon. War nach Meckes gewesen und ein bisschen gefressen, ein Aurich, aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Björni ist zu Hause, ich bin hier, seht ihr. Alles voll mit irgendwelchen Kisten noch von dem PC-Bau. Ja, egal, gut. Euch noch einen schönen Abend, Mittag, Tag, keine Ahnung was. Legt euch hin und jetzt mit Auto-Videos weiter, keine Sorge. Dafür mal so ein bisschen kleiner Aufflug in die PC-Welt. Er ist sehr zufrieden damit, kann fein rendern, aber alles ausprobiert, ist genau wie er es haben will. Was willst du mehr? Und jetzt, naja, ne, haut rein. Munter!